Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zweite Folge Tabletop Simulator mit Rufus, Bibro und Fresh Fries. Hallo. Und wir spielen wieder Cards Direkt. Against Humanity. Nein. Direkt nach der letzten Runde, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, wundert mich auch, dass wir noch beisammen sein dürfen. Ja, ich darf anfangen als Kartenzar. Und ja. Wie viel machen wir? Wer ist, first to five. So, Justin Bieber ist in Wahrheit nur durch berühmt geworden. Entertaint mich. Bringt mich zum Lachen. Ich habe heute eh schon so viel gelacht. Ich glaube, ich habe... Oh nein. Ich krieg jetzt die perfekte Karte. Ich habe morgen Muskelkater im Bauch vor Lachen. Ich auch. Ich nicht. Allein der Rage. Ich glaube, ich bin... Also, Justin Bieber ist in Wahrheit nur durch... Na, dreh um. Nee. Durch satanische Rituale berühmt geworden. Okay. Satanistische. Ja. Oh, Bibro wieder Justin, mit seiner österreichischen Justin Humor. Bieber ist weit nur durch auf eine öffentliche Toilette kacken gehen berühmt geworden. Okay. Das ist ja so mein Humor eigentlich. Justin Bieber ist in Wahrheit nur durch alleinerziehende Väter berühmt geworden. Ich nehme auf öffentliche Toiletten kacken Jawohl. Gehen. Oh je. Ja, Anfang von solchen Runden Bibro, du bist immer gut irgendwie, aber dann lass ja, mal. Das ist bei dir immer so. Ja. Es gibt doch nichts Schöneres als ... am Kamin zu genießen. Das ist richtig geil. Was ist das hier für eine Karte eigentlich? Achso, das ist der Ablagestapel. Der ist momentan ein bisschen makaber. Aber lustig. Aber das ist, glaube ich, immer Cards Against Humanity. Ein bisschen makaber. Das ist halt das Lustige an dem Spiel. So, es gibt nichts Schöneres als 9-11 am Kamin zu genießen. Es gibt nichts Schöneres als ein Amoklauf am Kamin zu genießen. Das ist genauso schlimm. Es gibt nichts Schöneres als ein grundloser Ständer. Oh, so geil. Passt alles irgendwie gut. Viel Spaß beim Aussehen. Alles in deinem Kopf. Jawohl. Fuck, Mann, mein mein Amoklauf. War echt. Ja, Mann, ey. Wir mit unserem Morden immer. Punkt ist ein Mysterium, das wir Menschen nie verstehen werden. Da hätte der grundlose Ständer auch gepasst. Ja. So. Das wirst du nie verstehen, Fresh. Das wirst du nie verstehen, Fresh. In deinem Leben. Das ist das größte Mysterium für dich. Frauen. Deine Schwester. Meins ist extrem schlecht. Ich habe jetzt deine Schwester, pass auf. Also eine Runde für dich, Bibro. Also. Mannsweiber ist ein Mysterium, das sag ich doch, deine Schwester. Die kommt von MG, Grüße gehen raus, Tommy. Kuchenböcken ist ein Mysterium, das wir nie verstehen werden. Und die soziale Unterschicht ist ein Mysterium. Tut mir leid, MG, aber die soziale Unterschicht hat gewonnen. Wieder ein. Die wollen nicht stecken. Mein Spiel, wo ich konnte. Meinst du? So. Bis du wieder nachlässt. Womit lassen sich Babys von Beinen abbringen? Oh, die passt. Die passt. Hoffentlich bringst du mich damit zum Lachen. Mein Humor. So, zack, ein Stoß. Womit lassen sich Babys vom Wein abbringen? Kinder Blut trinken. Womit lassen sich Babys vom Wein abbringen? Schwere Körperverletzung, Alter. Womit lassen sich Babys vom Wein abbringen? Hipster. Schwere Körperverletzung. Was war von dir, Bibro? Kinderblut war natürlich von Kinderblut stelle ich mir irgendwie lustig vor. So, hör das Wein auf, sonst schlachte ich dich und trinke dein Blut. Nimm mal lieber eine Karte hier. Achso, danke. So, im doppelten Sinne sogar. Ja, Fresh braucht auch noch eine. Ich brauch noch eine, ja. An der Uni Köln wird seit 2010 als Studiengang angeboten. Das ging auch. Die Karte, ich kann sie dir direkt geben. Ging das so schnell? Ja. Genau die Karte. Ist das eine universelle Karte? Kann man benutzen. An der Uni Köln wird seit 2010 Blutkrebs als Studiengang. Brustkrebs als Studiengang angeboten.
an der Uni Köln wird seit 2010 ein Selfie machen als Stuhl. Wow. Okay. Ist gut, ist gut, ist gut. An der Uni Köln wird seit 2010 ein Selbstmordattentat als Studiengang angeboten. Boah, ist hart. Also Brustkrebs ist weg. Rufus ist raus. Ne, ich bin raus. Was? Ich nehme den Selbstmordattentat. Ah, jawohl, Nummer 3, es ist schon fast vorbei. Es ist schon fast vorbei, dass du einfach mal einen Sprint anziehst. Durch einen neuen Gesetzentwurf ist ... nun in Deutschland legal. Legal? Da hätte ich was Gutes. Du wirst mich auf alle Fälle nehmen. Das wird mein vierter Punkt. Ich kaufe jetzt. Bis 5 spielen wir, ne? Ja. Wollte ich nur nochmal geklärt haben. Ich habe das eine gar nicht umgedreht. Oh, kann man mal machen. Ich finde meins gerade wieder lustig. Also, durch einen neuen Gesetzesentwurf ist geistig behinderte Kinder nun in Deutschland legal. Nee. Das finde ich lustig. Ist vergammeltes Essen nun in Deutschland legal. Durch einen neuen Gesetzesentwurf ist auf den Fußboden evakuiert. Alter! Gut, meinst du. Geistig behinderte Kinder. Jawohl, ich hab ernsthaft gewonnen. Ernsthaft? Nummer 4, ich wusste, ich treffe Bifros Humor einfach. Was hättest du genommen, Fresh? Ich hätte das auf dem Boden evakuiert. Ich hatte es auch genommen, ja. Von MG. Aber in Hilfslieferungen halt für afrikanische Kinder muss sich laut neuer EU-Norm stets ... befinden. Ich hätte das Perfekte dafür. Das gibt es nicht, für Kinder besonders. Ich hab gewonnen, sorry, das Spiel ist schon vorbei. Ich mische einfach nicht. Ey, du mischst. Erstmal mischen können. Die legt dir den jetzt. Von Zauberhand. Das muss mein fünfter Punkt werden, das Ding ist durch. Inder? Ein 30 cm Subway Sandwich. 6 Larven. Ah, ich bin halt so ein Subway-Guy, ne? Tut mir leid. Ja, aber echt jetzt? Gewonnen. Echt was? Jetzt? Ja, ist meins. Ja, er hat Subway. Oh, wegen den afrikanischen Kindern. Deswegen habe ich die Subways empfunden. Ja, das Spiel ist vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja. Ja, kannst ruhig die Abmord machen. Von mir aus. Hier seht ihr noch ein paar andere Videos. Schreibt ein paar Kommentare. Bewertet ruhig das Video. Wir sagen ciao, tschüss, ja, ciao. Ciao. Ich sag dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.